Hallo Leute, heute wollen wir uns mal das Set von Lego Star Wars mit der Nummer 75000 ansehen. Let's brick. So, hier haben wir eins dieser Sets und das werden wir jetzt erstmal aufmachen und lassen uns überraschen, was da drin ist. Wir haben das Ding gebraucht gekauft. Ich hatte es bis jetzt noch nicht auf. Viele machen ihre Previews mit gebrauchten Sachen und haben sich die Sachen schon lange angeguckt und tun dann so überrascht: Oh, da ist ja das drin und das. Oh, wie toll das doch ist. Ne, das machen wir, sowas machen wir nicht. Das ist mir zu albern. So, bis jetzt sieht das Ganze ganz gut aus. Die Bauanleitung ist sehr gut. Keine Knicken, keine Pizza, nichts drin. Hier die Steine, oh, ist schon teilweise zusammengebaut. Wenn wir damit fertig sind, werde ich das erstmal in die Waschmaschine tun, weil ich möchte keine Steine, die nicht gewaschen sind, gebrauchte. So, das legen wir dann mal an die Seite und dann wollen wir dann mal sehen, dass wir damit anfangen. Wie es halt bei gebrauchten Sets ist, fehlen selbstverständlich auch ein paar Teile. Bei ihm hier fehlt der richtige Helm. Ansonsten ist das Teil komplett und in einem sehr, sehr guten Zustand. Wurde auch nicht sehr bespielt, weil die Klemmkraft der einzelnen Teile sind halt noch enorm. Dann, wie gesagt, der Trooper. Auch ganz toll. Dann haben wir hier die beiden Druidika dabei. Wunderschön. Keine Fehlteile, nichts. So, da das dann hier eben halt ein paar Teile fehlen, hat uns der Verkäufer noch ein paar Sachen in die Kiste geschmissen. Und das finde ich ganz toll. Das sind alles brauchbare Sachen, die aber mit dem Set nichts zu tun haben. Ich zeige euch das mal hier. Ich finde es toll. Den Helm, den finde ich garantiert irgendwo in unserer Gruselkiste. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. So, noch ein paar Daten zu dem Set. Es wurde verkauft 2013, hat 124 Teile und die UVP war 16,99. Als gebrauchtes Set und das, was ich dafür bezahlt habe, finde ich das Ganze in Ordnung. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne in die Kommentare reinschreiben. Und denkt immer dran, let's brick!